Kennst du dieses Geräusch? Im Jahre 1844 wurde in Karlsruhe-Mühlburg in einem Gasthaus in der Rheinstraße ein Junge geboren. Damals wusste keiner, dass er die Welt verändern würde. Er hieß Karl Friedrich Benz, der Erfinder des ersten funktionstüchtigen Automobils. Als ich erfuhr, dass Karl Benz in Mühlburg geboren ist und als Sohn von Karlsruhe noch keine Gedenkstätte hat, kam ich auf die Idee, etwas zu bewirken. So entstand das Projekt. Ewiger Parkplatz von Karl Benz. Anfang war das Rad, dann waren es zwei. Und am Ende war das Denkmal für Karl Benz entstanden. Natürlich braucht man für solch ein Projekt Partner, doch die waren schnell gefunden. Ein Team, die das ganze Geschehen dokumentierten. Schüler der Vogesenschule Karlsruhe, Schweißer, Schreiner, und einen technischen Zeichner aus der Region und viele Stunden Arbeit brachten den erwünschten Erfolg. Einen Nachbau originalgetreu vom ersten Automobil von Karl Benz. So, neben mir steht Thomas Henninger von der Firma K Quadrat und auch hier meine Frage an ihn, in welchem Umfang er am Erstellen des Autos, des Nachbaus von Karl Benz beteiligt war. Also der Massimo Verini ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich so ein soziales Projekt nachhaltig auch unterstützen würde und mich da einbringen könnte in irgendeiner Form. Und das waren so die ersten Gespräche und da haben wir uns drüber unterhalten. Und ich fand die Idee von Massimo sehr gut und deswegen habe ich mich dann auch da eingebracht. Haben Sie das Endergebnis, den Nachbau, jetzt an sich schon bewundern können? Jawohl, habe ich schon können. Die haben mich auch immer auf dem Laufenden gehalten mit dem ganzen Projekt. Ich fand es von Anfang an gut. Und ja, durch das, weil wir Sachverständigebüro sind, haben wir das natürlich auch gerne unterstützt, weil wir mit Fahrzeug in dem Bereich, Oldtimer-Bereich, mit Classic-Data und da sind wir schon tätig und deswegen haben wir das dann natürlich auch begleitet schon von Anfang an. Über welchen Zeitraum hat sich denn der Nachbau erstreckt? Also Zeit, dass ich jetzt dabei bin, ist jetzt so 3 Monate. Wo ich Kontakt mit Massimo aufgenommen habe und das Projekt dann begleitet habe. Und jetzt hier auch meine Frage als Laie, ist dieses Auto fahrbereit oder ist es nur ein Ausstellungsstück? Ja, das Fahrzeug ist also sehr getreu nachgebaut, muss man wirklich sagen. Motor läuft nicht, was natürlich auch für das Vorhaben nicht sinnvoll wäre, weil sonst kommt vielleicht noch einer auf die Idee, da was weiß ich damit zu machen, wenn das auf dem Platz steht, der für alle zugänglich ist. Deswegen fand ich sehr gut nachgebaut, auf den ersten Blick auch nicht erkennbar als Nachbau. Ja, und deswegen nicht fahrbereit. Okay, wer dumm fragt, ne, kriegt wenigstens eine korrekte Antwort. Vielen Dank. Bitteschön. Neben mir steht Peter Klein, der maßgeblich an der Verwirklichung des Karl-Benz-Projekts beteiligt war. Herr Klein, was war Ihre genaue Aufgabe an der Umsetzung dieses Projekts? Also ich habe dazu beigetragen, die Holzarbeiten bei unserem Modell des Patentmotorwagens von Benz zu machen. Woraus haben Sie Ihre Informationen bezogen, wie Sie was anfertigen mussten? Also rein anhand von Fotos und ein bisschen Internetrecherche. Dadurch, dass es ein Modell und eine Nachbildung war einfacher Art, musste es ja nicht ganz, ganz perfekt sein. Also es gab keine offiziellen Baupläne oder so, es entsprang praktisch freier Hand. Ganz genau. Dankeschön. Am 11. September 2011 war es dann soweit. Prominenz aus Stadt und Land trafen sich zur Eröffnung. Mit ihren sanften Händen eröffnete Frau Bürgermeisterin Merken das Mühlburger Stadtfest. So, neben mir steht Frau Merken, Bürgermeisterin in Karlsruhe. Meine erste Frage an Sie, Frau Merken, wie schätzen Sie heute hier dieses Geschehen ein?
Mühlburg hat heute Stadtfest, kann man sagen. Die Geschäfte sind geöffnet den ganzen Sonntagnachmittag. Wir haben ein tolles Ereignis mit dem Karl-Benz-Modellwagen. Und wir haben die Kerwe, das heißt in Mühlburg, man hört es, ist richtig viel los. Meine nächste Frage geht zu Karl Benz. Warum hat es so lange gedauert, bis man hier ein deutliches Zeichen setzen könnte für einen großen Mitbegründer der Automobilindustrie? Wir wussten schon natürlich, dass Karl Benz in Mühlburg geboren war, vor 125 Jahren. Aber sein Geburtsort war nicht bekannt. Und durch die Zerstörung im Krieg gibt es sein Geburtshaus auch nicht mehr. Deswegen hat das Archiv lange gesucht. Jetzt wissen wir aber, wo das Haus stand. Und deswegen werden wir es jetzt heute gebührend einweihen. Eine große Rolle in Mühlburg spielt ja auch der Mühlburger Verein, wo Herr Massimo Ferrini Vorreiter von vielen Aktionen ist. Wird die Stadt hier zukünftig auch noch unterstützen? Die Bürgervereine sind ein einzigartiges Phänomen in Karlsruhe. Jeder Stadtteil hat einen eigenen Bürgerverein. Und ich muss ein Kompliment machen, der Bürgerverein Mühlburg ist sehr aktiv mit dem Vorstand, mit dem Vorsitzenden und schafft es, Mühlburg immer wieder neu ins Rampenlicht zu bringen. Wir sind sehr froh über die Aktivitäten des Vereins. Vielen Dank, Frau Merck. Neben mir steht Klaus Melchert, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Attraktives Mühlburg. Herr Melchert, wie sind Sie zufrieden mit der heutigen Situation, mit dem heutigen Geschehen? Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir haben überraschend viele, viele Ehrengäste aus dem Rathaus, sind viele Leute zu uns gekommen, viele Stadträte, auch Bundestagsabgeordnete, unsere erste Bürgermeisterin ist hier. Das zeigt also auch das Interesse der Stadt Karlsruhe an unserem Bezentrum in Mühlburg, was auch sehr wichtig ist. Wir werden auch von der Stadt immer aktiv unterstützt, vor allem das Stadtmarketing. City Manager Herr Bienert unterstützt Mühlburg immer, wo er kann und soweit es möglich ist. Wir sehen selbst, wenn wir hinter uns blicken, wie viele Gäste da sind. Die Tische reichen kaum aus. Vielen Dank, Herr Melchert. Zur Enthüllung kamen Fanfarenzüge, die Freiwillige Feuerwehr und eröffneten das Hauptereignis dieses Spektakels. Vorsitzender des Bürgervereins Mühlburg, Herr Massimo Ferrini, der Initiator dieses Projektes, kam im originalen Automobil von Karl Benz aus dem Jahre 1885 vorgefahren und begrüßte alle Gäste sowie Sponsoren und mitwirkende Firmen, wobei er auch die Schüler der Vogesenschule nicht vergaß und kleine Präsente verteilte. Unter den Augen von Hunderten von Bürgern, der Presse und des Fernsehens hiefte ein Kran den Nachbau auf seinen Bestimmungsplatz. Herr Ferrini bedankte sich bei den Hauptakteuren dieses Projektes. Teil aufs Blatt Papier gebracht, weil man weiß ja, wenn man nicht das Ding aufs Blatt Papier bringt, kriegt man es auch nicht fertig. Also er ist der technische Zeichner von der Firma Bayer. Die Firma Bayer Stahlhandel hat gesagt, okay, nimm da den Kerl und der soll jetzt mal 2-3 Tage für dich arbeiten und wir verlangen kein Geld dafür. Und er hat es dann aufs Blatt Papier gebracht und das sehen Sie dann später, das war super, was er da gemacht hat. Der Herr Krüger ist der Yes-Betreuer, der hat also erstens mal sich um alles so gekümmert, wenn ich keine Zeit gehabt habe. Und er hat sich auch dieses Yes-Projekt mit dem Aktivbüro und mit der Frau Strobel-Heck, hat er sich darum gekümmert. Jawohl, die Frau Strobel-Heck winkt schon, jawohl. Und der Herr Patrick Burgay, muss man ganz ehrlich sagen, er hat hier die härteste Arbeit geleistet. Und zwar, er war der Baukoordinator, er ist auch Mitarbeiter von der Firma Hetmannsberger. Ja, und er hat es kontrolliert, er hat es einfach im Griff gehabt mit den Schülern, mit der Firma, mit der Werkstatt. Also ein ganz, ganz kräftiger Applaus an diese drei, die haben wirklich Tolles geleistet. Dann kam der große Moment. Massimo Ferrini enthüllte mit Frau Bürgermeisterin Merken das Objekt, der ewige Parkplatz von Karl Friedrich Benz.
Nach der Enthüllung stieg Frau Merschen und Herr Ferrini stolz auf das Denkmal der internationalen Automobilindustrie. Neben mir steht Yvette Melchin, Ihres Zeichens jüngste Stadträtin in Karlsruhe. Frau Stadträtin, wie finden Sie das heute, was hier passiert ist? Also ich bin sehr begeistert und heute mal wieder besonders froh, Betreuungsstadträtin für diesen tollen Stadtteil hier sein zu dürfen, weil er lebendig ist, weil viel los ist, weil hier Altes mit Jungen verbunden wird, weil Historisches aufgegriffen wird, aber die Jugend mit einbezogen wird. Das große Interesse heute hat auch für mich wieder gezeigt, dass das ankommt, dass das gewünscht ist von den Bürgern hier. Es war ja wirklich wahnsinnig überfüllt und ein toller Moment. Vielen Dank, Frau Stadträtin. Neben mir steht Ingo Wellenreuther, Bundestagsabgeordneter der Stadt Karlsruhe. Herr Wellenreuther, wie finden Sie das, was heute hier passiert ist? Ja, ich finde es eine ganz tolle Aktion vom Bürgerverein Mühlburg, vom Vorsitzenden Massimo Ferrini, aber auch vom gesamten Bürgerverein. So eine Aktion zum Gedenken von Karl Benz, einem großen Sohn der Stadt Karlsruhe, hier zu starten und durchzuführen. Und ihm einen ewigen Parkplatz einzurichten hier in Mühlburg, seines Geburtsortes. Und ich muss sagen, der Zuspruch und der Besuch hier der Bevölkerung ist ja phänomenal. Hätte ich nicht erwartet, dass da so viele Menschen bei der Enthüllung heute Mittag da sind. Und eine ganz tolle Sache für Mühlburg, aber auch für Karlsruhe. Und ich finde, es ist ein angemessenes Gedenken an Karl Benz. Warum hat es denn eigentlich so lange gedauert, bis man in der Stadt Karlsruhe ein Zeichen für den Ehrenbürger gesetzt haben konnte? Ja, gute Frage. Da will ich jetzt keine Vergangenheitsbewältigung machen. Ich glaube, freuen können wir uns darüber, dass der Bürgerverein Mühlburg die gute Idee hatte und die auch so schnell umgesetzt hat. Ich glaube, das ist Lob genug und da können wir uns alle gemeinsam freuen. Und das ist eine tolle Sache, wie gesagt, eine tolle Idee. Und dass die Umsetzung so gut angenommen wird hier in Mühlburg und von den Karlsruhern, finde ich eine klasse Sache. Vielen Dank, Herr Wellenreuther. Herr Ferrini, wie fühlt es sich an, auf solch einem edlen Fahrzeug zu sitzen? Es fühlt sich super an, richtig super. Also ich kann mir vorstellen, dass vor 125 Jahren es nicht so bequem war, in einem Mercedes zu sitzen, aber ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß. Also es bedeutet, die Mühen haben sich gelohnt für die Umsetzung dieses Projekts. Die Mühe habe sich gelohnt und ich würde es immer wieder tun. Das war einfach genial. Von den Schülern, von allen nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Vielen Dank.